Das kommt der Ermittlerin komisch vor. Da kommen Leute her, um Gold zu verschenken. Das ist ja fast noch verdächtiger, als Gold zu stehlen. Da behauptet Josef, er hätte ein ganz besonderes Kind, aber übrigens wäre das Kind gar nicht von ihm. Und ein bodenständiger Hirte hat angeblich plötzlich Engel gesehen. Alles nur, weil Jesus geboren wurde. Der Fall Weihnachten. Ist das ein Kriminalfall? Eigentlich gibt es darauf keinen Hinweis. Niemand hat Anzeige erstattet, niemand wurde geschädigt. Andererseits, was ist das für eine Geschichte? Der große Gott macht sich ganz klein, wird als Baby geboren. Und die Hirten hören die gute Nachricht: Fürchtet euch nicht, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Gottes Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Ja, ja, wunderbare Geschichte, meint die Ermittlerin. Aber klingt sie nicht zu schön, um wahr zu sein? Ein Fall vielleicht nicht gerade für die Polizei, aber für Saisonromantiker und Märchenliebhaber. Wenn meine Kinder irgendwo im Internet so ein super, super Sonderangebot finden, so unfassbar günstig, dann sage ich immer, wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch zu schön, um wahr zu sein. Das Gleiche gilt, wenn dir irgendeine Geldanlage angeboten wird. Ja, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch zu schön, um wahr zu sein. Verstehst du, was ich meine? Auf der anderen Seite gibt es auch Geschichten, die sind wunderschön und die sind trotzdem wahr. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tausende Freiwillige helfen über Wochen und über Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Eine wunderbare Geschichte und sie ist wahr. Millionäre in Deutschland kämpfen dafür, dass sie mehr Steuern zahlen müssen, damit unser Land gerechter wird. Eine wunderbare Geschichte und sie ist wahr. Schwangere Frauen, die von ihren Männern alleingelassen wurden und die keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben als Abtreibung, finden Menschen, die sie mittragen, sie unterstützen und sie bringen ihre Kinder zur Welt. Eine wunderbare Geschichte und sie ist wahr. 197 Staaten der Erde tun sich zusammen, verbieten schädliche Stoffe, die der Erdatmosphäre schaden, um unsere Welt zu retten. Das hat schon einmal funktioniert. Beim Ozonloch Ende der 80er Jahre. Eine wunderbare Geschichte und sie ist wahr. Was will ich damit sagen? Nur weil es eine schöne Geschichte ist, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht wahr ist. Die schönsten Geschichten entfalten ja gerade deshalb ihre Kraft, weil sie wahr sind. Gottes Liebe kommt zu den Menschen. Gottes Liebe kommt in Fleisch und Blut, in Jesus Christus. Gottes Liebe kommt, um uns zu retten, um dich zu retten und um mich zu retten. Das ist eine schöne Geschichte. Eine kraftvolle, hoffnungsspendende, lebensverändernde Geschichte, weil sie wahr ist. Eine Geschichte nicht nur für Saisonromantiker, sondern für das ganze Jahr und für dein ganzes Leben. Wir sind für Gott nämlich eigentlich genauso unpassend, wie ein Futtertrog für ein neugeborenes Baby unpassend ist. Aber Gott kommt eben nicht in unser Hochglanz-Insta-Leben, sondern in unseren Alltag. Gott kommt nicht in einen Palast, sondern in den Stall. Gott kommt nicht in den Urlaub in die Karibik, sondern zu den Hirten bei der Arbeit und zu dir. Und wie kommt Gott in unsere Welt? Durch eine Geburt. Wer schon mal eine Geburt selber geleistet hat, der kann sich das erst richtig vorstellen. Wer wenigstens dabei war, der kann sich es ansatzweise vorstellen. Bei der Geburt geht es nicht sauber zu und nicht fein zu. Da wird geschwitzt und geschrien, da wird gut zugeredet und getröstet und verzweifelt. Ein besonderer Moment in unserem Menschsein,
sehr bodenständig, sehr rustikal und gleichzeitig sehr, sehr persönlich und sehr intim. So kommt Gott zu dir. Nichts kann ihn beeindrucken und nichts kann ihn abschrecken. Weder dein Stolz noch deine Minderwertigkeitsgefühle, weder dein Erfolg noch deine Niederlagen, weder deine Religiosität noch dein Unglaube und dein Zweifel. Kein Schmerz und kein Dreck hält Gott davon ab, zu dir zu kommen. Das ist Gnade. Und wozu das alles? Ja, Jesus ist nicht gekommen, damit du ein schönes Weihnachtsfest hast. Jesus ist gekommen, damit du ein neues Leben hast. Das ist die Weihnachtsbotschaft für dich. Ich nehme mal das, was die Engel gesagt haben. Für dich. Fürchte dich nicht. Ich bringe dir eine gute Nachricht, die vielen Menschen große Freude bereiten wird. Denn heute ist für dich der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Gottes Frieden kommt zu dir. Gottes Liebe wendet sich dir zu. Das ist eine kraftvolle, hoffnungsspendende, lebensverändernde Geschichte, weil sie wahr ist. Amen.